Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Wie ihr sehen könnt, bin ich in Welt 2. Das war ja, da ich mein Special gemacht habe. Vor kurzem. So, wo möchte ich hin? Welt. Hier, Welt. Weltsterne, gell? Ja, Sternwelt. Genau, da möchte ich hin. So, da. Da waren wir. Da war ja wohl eine der schwierigsten Level, die ich jemals gespielt habe. Wie ich finde. Das aber eigentlich gar nicht so schwer ist. Glaube ich. Nämlich aber, ja. Wow. Oh, das war knapp. Ich glaube, da war Peach wohl doch am... Nein, oh. Besten gewesen. Nein! Nein! Jetzt habe ich gedacht, ich kann da einfach an den Stern dran. Es ist es gar nicht mehr so einfach. Oh, jetzt muss ich... Da muss ich auch... Au, was war das? Hilfe, was war das? Weg hier. Nein, 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 ganz ruhig. Ah, oh, daneben gesprungen. Mist. Aber bis jetzt habe ich ja die Katze noch gar nicht so sehr gebraucht. Deshalb. Ja. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh. Nein, nein. Oh, Mann. Hey. Komm schon. Nein. Da hoch und ich habe den Stern. Gut. Gut. Huh. So, ich habe mein Gesprächsthema gesucht. Sogar. Das wäre heute. Da ich in Englisch nicht so wirklich sehr gut bin, bekomme ich Nachhilfe in Englisch. Ja. Und jetzt hatte ich bis gerade eben noch Nachhilfe. Ja, was soll ich sagen? Da ich ja dieses Jahr Prüfungen habe, haben wir ein bisschen für die Prüfungen geübt. Und ja, dort habe ich einen Text schreiben müssen, da das auch in den Prüfungen drin vorkommt. Da gibt's was. Da muss ich irgendwie doch dieses Teil anhalten können. Ja, cool. Ach, ich kann da einfach hochklettern, natürlich. Gar nicht dran gedacht. Einfach so da hoch. Oh. Ja, nein, 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 nein. Oh. Oh. Das war ja mal richtig, richtig knapp hier. Ja, und dann habe ich dort einen Text schreiben müssen. Ich habe den Anfang vorgegeben bekommen. Nein, nein, nein. Und es ging um eine Person, die etwas Seltsames am Fenster entdeckt. Deshalb die Vorhänge öffnet an dem Fenster. Und dann das wohl seltsamste Phänomen dort vorfindet. Und ich hab... Das ist Rosalina. Ich hab den Stern verpasst. Ich hab den Stern verpasst. Und ja, dann musste ich eben weiterschreiben. Dann habe ich einfach, dass da hinter einem Baum einfach so eine Person steht mit so sehr langen Armen. Und ja, bis jetzt hat meine Nachhilfelehrerin das noch nicht korrigiert. Glaube ich. Nee, hat sie noch nicht. Ja, deshalb. Und... Oh, ich kann jetzt als Rosalina spielen. Juhu! Mache ich jetzt noch hier fertig, so. Ist ja natürlich sehr viel, aber ich glaube, ich mache erstmal die ganzen unteren Welten. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich weiß ja, dass ich in Welt 2 muss. Dort muss ich nach den Stempeln schauen. Welt 2... 3... Muss ich die goldene Fahne noch erhaschen? Das
Ist Feld 2-4. Achso, dann ist das 2-3. Achso, okay. Die Schattenwelt. Okay. Let's go. Ach, ich hätte es als Rosalina spielen können. Ich bin ja auch so schlau. Okay, immer drauf achten, dass ich immer alles wegmache. Hier sowas hier, alles weg. Genau. Ja, als dann diese Person die Eltern ruft, ist natürlich dieser Mann in seinem grauen Anzug, seinem schwarzen Anzug verschwunden. Und ja, dann gehen die zusammen ins Wohnzimmer. Und als sie dort sind, dann steht vor dem Fernseher diese Person wieder. Also der Mann immer in seinem grauen Anzug, in seinem schwarzen Anzug, und weiter konnte ich noch nicht schreiben, da dann die Zeit vorbei war. Aber ja, eine tolle Geschichte, nicht wahr? Und sie muss 120 Wörter lang gehen. Und ich habe vielleicht 60 Wörter zur Zeit geschrieben. Ist ja eigentlich eine ganz ordentliche Zahl, finde ich schon. Also die Zeit war nicht... Ich hatte nicht mehr genug Zeit. So, Welt 2 Panzer. Dort fehlt der mittlere Stern und die goldene Fahne. Ja, da mittlere Stern und die goldene Fahne. Okay. Nein, ich wollte Rosalina verwenden für dieses Level. So, Panzer, muss ich... Habe ich Feld 2 Stern gesagt, ernsthaft? Weg, 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 weg. Die mittleren Sterne muss ich noch suchen. Nein, 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 noch holen. Alles durchsuchen hier. Haha. Das war lustig. Nein! Ich hab ihn doch wegkatapultiert. Ja, komm schon. Alle. Ah. Nein. Ich hätte Dings sein können. Kanonen-Toad. Aber bis jetzt kam noch kein Stern. Wow! Hier, alles weg. Ah, jetzt ist der erste Stern bereits da. Das ist der erste. Gut. Und hier, ab hier muss ich jetzt alles, wirklich alles, sehr gut untersuchen. Da er überall sein kann. Aber ich habe halt keine Ahnung. Nein, wie blöd. Oh, puh. Ah, da ist er. Ja, gut, jetzt kann ich einfach sehr einfach durchs Level durchlaufen. Katzenanzug hebe ich mir schon mal auf für den Fahnen. Und schade, dass er irgendwie immer nur zwei auf einmal schießen kann. Zwei Feuerkugeln. Wie ich finde. Aber ja. Was soll's? Ach, das habe ich schon geschafft, ne? Habe ich schon geschafft. Gut. Dann habe ich ja Welt 2 so gut wie ganz geschafft. Puh, das war Glück. Einfach da in das Eck und dann bin ich meistens für die fast komplette Runde sicher. Oh, der wäre unsichtbar geworden. Hier. Ach, jetzt wird er unsichtbar. Okay. Aber ich fühle mich eigentlich ziemlich sicher. Gut. Okay, geschafft. Wuhu. Wee.
Gut, dann brauche ich Katze. Gut. Dann hätten wir das auch mal geschafft. Dann habe ich, glaube ich, die zweite Welt komplett geschafft. Mit allem drum und dran geschafft. Da ist wieder mein Freund, der Pixel-Luigi. Die Feen erinnert mich wirklich irgendwie an Toad. So, Karte dort. Warum ist da keine Zeit? Keine Ahnung. Oh, okay, keine Stempel, hauptsächlich goldene Fahne und Sterne. Direkt im ersten Level fehlt ein Stern, der dritte Stern. Okay. Ah, nein! Ich wollte eigentlich Rosalina wieder. Ich mache so lange irgendwelche Level, bis ich Rosalina spiele. Aber ich habe eh noch sehr viel Zeit, glaube ich. Deshalb macht das nichts. Ui, das war cool. Okay. So macht man das, ne? Okay. Ja. Komm schon. Oh nein. Ah, das war klar, dass das passiert. Ah, gut. Okay. Und da hoch. Und jetzt da rum. Und da hoch. Nein. Der Hase hat ja den einen goldenen Stern, soweit ich weiß. Den einen goldenen Stern. Den einen grünen Stern, meine ich natürlich. Gut. Aber den habe ich schon. Okay, das war, denke ich mal, der zweite. Ja. Ach da! Ich glaube, ich kann mich sogar noch daran erinnern. Das war, glaube ich, da oben, genau. Da oben. Da, genau. Oh. Wuhu! Nein! Oh! Hui! Das ist ja toll. Oh, nein! Oh! Ich dachte, es geht in die andere Richtung. Puh. Okay, das nächste Level wird jetzt aber mit Rosalina gespielt. Oh nein, das Geisterschloss. Da fehlt mir noch die grüne Fahne, die goldene Fahne, genau. Da fehlt mir noch der mittlere Stern, aber das mache ich jetzt. So, B. Jetzt endlich mal Rosalina spielen. Die hat eine neue Spezialfähigkeit. Oh, sieht die cool aus. Ich dachte, sie hat eine. Ach so. Puh. Nein. Nein! Das war ja mal richtig unfair. Die hat doch eine neue Spezialfähigkeit. Jetzt. Ach so geht die. Okay, Feuer. Oh, die sieht ja auch cool aus. Also ich finde ja, die sieht richtig cool aus. Kann sie sich jetzt nicht mehr so in der Luft drehen, ist ja blöd. Das ist ja mal richtig blöd. Aber sie kann, glaube ich, auch höher springen. Ich habe das Gefühl, dass sie sogar kurz schweben kann. Also sie kann erstens höher springen und dann noch schweben dazu. Habe ich das Gefühl.
Oh. Wow, weg, 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 weg. Komm schon. Genau. Okay, dann geht's nicht da rein, weil das nämlich Buhus sind. Das weiß ich sogar noch. Hui! Da ist, glaube ich, das Ziel. Nee, noch nicht ganz. Ach genau, da werde ich einmal veräppelt wegen dem Ziel, glaube ich. Oder? Okay, da ist noch Zeit. Die schnappe ich mir einfach mal. Oha! Nein. Aber jetzt... Nein. Kann ich wenigstens kurz schweben? Das heißt, ich könnte die Fahne... Auch so? Nee. Erreichen. Und jetzt werde ich, glaube ich... Ja, genau. Das war das, wo ich gedacht habe, ich werde... veräppelt. Ja, geschafft. Okay, das war's für die heutige Folge Super Mario 3D World. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und würde sagen, bis dann. Tschüss.